Das hier ist der neue Opel Grandland und wir klären gemeinsam in diesem Video, was der als Elektroauto so kann. Wir reden über das Design, wir reden über die Autobahn und die Assistenzsysteme, wir reden über das Thema Laden, wir reden über Licht, wir reden über die neue Software, wir sprechen über die Preise und wir reden über den Fahreindruck. Und damit hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas und willkommen zum ersten Fahreindruck des Opel Grandland hier in der rein elektrischen Variante. Weiterhin eine Mischplattform, wie man es bei Stellantis gewohnt ist, aber jetzt hier in der größeren Aufbauform. Das größte Fahrzeug, was Opel aktuell im Portfolio hat, auch mit den größten Akkugrößen und mittlerweile auch einer sehr vergleichbaren Fahrzeugabmessung. Denn zwischen dem VW ID.4 und dem Tesla Model Y siedelt der sich hier relativ attraktiv ein. Ich finde den optisch wirklich gut gelungen. Mit der neuen Opel Designsprache gehen wir gleich im Detail drauf ein. Davor aber kurz der Disclaimer. Ich bin heute erst so gegen 16:30 abends hier in Frankfurt gelandet, kam vom Renault 5 Event. Verlinke ich euch mal da oben, falls ihr das Video gestern nicht gesehen habt. Und ich wollte für euch unbedingt das Auto hier fahren. Deswegen kann es sein, dass es ein bisschen dunkler, ein bisschen regnerisch wird. Und vor allem gehen wir auch jetzt im Roundup nicht auf alle Details so tief ein. Ich habe einfach nicht die Zeit, will trotzdem für euch einige Kilometer fahren, um einen tatsächlichen Fahreindruck geben zu können im Frankfurter Berufsverkehr. Also wird ein spannendes Video. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Abonniert gerne unterhalb des Videos kostenlos den Kanal. Hilft mir einfach extrem hier in meiner Arbeit. Und jetzt widmen wir uns dem Grandland. Den Grandland gibt es zu Beginn mit 73 oder 82 Kilowattstunden Akku. Damit schafft er 523 bzw. 582 Kilometer. Nächstes Jahr soll eine 97 Kilowattstunden Batterie folgen. Und das Fahrzeug kommt mit dem Opel Visor im transparenten Look mit den neuen Pixel-HD-Scheinwerfern und dem leuchtenden Opel-Logo. Die Pixel-LED-Scheinwerfer konnte ich mir dabei anschauen, sind vernünftig, haben aber nicht dieses extrem helle Licht. Sie sparen dafür aber den Gegenverkehr sehr gut aus. Trotzdem gibt es andere Lichtsysteme, die die Nacht noch mal deutlich mehr zum Tag machen, wenn man das so sagen möchte. Die Front gefällt mir mit diesem Design und auch mit diesen kleinen Designelementen im unteren Bereich. Unter der Motorhaube verbirgt sich leider kein Frunk, auch wenn hier definitiv Platz gewesen wäre. Denn der 218 PS Frontmotor nimmt nicht so viel Platz weg. Den gibt es im Übrigen in allen Varianten, egal welchen Akku ihr nehmt. An der Seite und auch am Heck erinnert das Auto meiner Meinung nach stark an den Vorgänger. Vor allem aber das Heck mit dem neuen Leuchtenband sieht sehr amerikanisch aus. Das Opel-Logo darf dabei immer leuchten und ist auch beim Tagfahrlicht an. Und in der Karosserie ist dann noch der Grandland-Schriftzug. Im Kofferraum gibt es dann 550 bis 642 Liter, wenn ihr umklappt. Das ist wirklich einiges und auf dem Level von den Mitbewerbern wie ID.4 oder auch Ford Explorer, um nur ein paar zu nennen. Der kommt dann mit doppeltem Ladeboden und einem noch größeren Fach darunter, wo locker der Energy Kick reinpasst. Ein cleveres System ermöglicht es euch, den doppelten Ladeboden zu arretieren, um so einfacher zu beladen. Da bin ich großer Fan von und das Ganze klappt im Verhältnis 40-20-40 individuell. Jetzt aber zum Innenraum und der ist wirklich schön gemacht. Serienmäßig kommt das Fahrzeug mit einem 10-Zoll Display, optional gibt es 16 Zoll und hier seht ihr die GS-Line. Die sieht wirklich schick aus, hat einige Design-Features und zentral stehend dieses große Display. Das schauen wir uns kurz im Detail an und gehen auf die Software ein. Die ist gut gemacht, erinnert stark an die Stellantis-Software, die wir bisher schon kennen, hat aber an der einen oder anderen Stelle ein paar Nuancen, die nochmal verändert wurden. Und natürlich Apple CarPlay und Android Auto ist kabellos mit dabei. Die Routenplanung hat jetzt endlich eine Routenladeplanung. Bedeutet, ihr könnt hier aus der Nähe von Frankfurt einfach nach Wien navigieren und das Auto passt euch Ladestops an. Nicht ultra perfekt, also es waren auch manche Ladestops mir etwas zu lang angezeigt, aber sehr umfangreich und vor allem auch auf die gesamte Strecke. Und ihr könnt die SOC am Ziel, also die Wunschvorgabe, eingeben, sodass ihr dann am Ziel genügend Restreichweite habt. Was ich vergebens gesucht habe, ist die App mit den Spielen. Das gab es ja beispielsweise im Astra. Was es dort aber nicht gab, ist im Verbrauchsbereich bzw. im Energiemanager die Möglichkeit, den Akku zu limitieren. Und das gibt es jetzt hier erstmalig bei Stellantis. Da kann man dann fix auf 80% limitieren, wenn man das möchte. Wir schauen noch kurz auf die Kamera. Die ist wirklich gut, vor allem das Zusammenrechnen des 360-Grad-Bilds im rechten Bereich, hier anhand der Linie zu sehen, ist gut gemacht.
Jetzt aber weiter im Innenraum und wir kommen kurz zum Lenkrad. Das finde ich optisch sehr schön. Es ist aber designmäßig ein bisschen seltsam, denn die Tasten gehen sehr steil nach außen. Da muss man sich dran gewöhnen und dahinter gibt es dann ein schönes, breites Fahrerinfodisplay. Schauen wir uns aber bei der Fahrt an. Die Mittelkonsole hat clever verstellbare Cupholder. Die kann man fast stufenlos einstellen und so sollte jede Flasche da gut reinpassen. Das fand ich sehr gut und erfrischend. Dahinter gibt es dann die sogenannte Pixelbox. Da scheint das Smartphone durch, sodass man nicht zu sehr abgelenkt ist und dort wird es auch geladen und dann gibt es eine riesige Mittelkonsole, die auch gekühlt werden kann und darunter auch noch einmal zusätzlich Verstauvolumen. Die Türtafel ist hinterleuchtet und sieht wirklich hochwertig aus, genauso wie die E-Tafel und auf dem Beifahrersitz gibt es eine Isofix-Halterung. Das finde ich sehr praktisch, wenn man alleine mit Baby unterwegs ist. In der zweiten Reihe geht es dann angenehm luftig zu. Ich kann meine Füße entspannt unter den Vordersitz packen und habe auch hier schon Abstand, nicht zuletzt auch deswegen, weil die vorderen Sitze so ausgespart sind, dass man hier halt guten Abstand hat, selbst wenn der Vordermann jetzt weiter nach hinten rutschen würde. Und das bedingt natürlich auch eine sehr gute Auslegung für die Isofix-Punkte, denn da hat man ja diesen Winkel hier unten und der hält dann halt passender hier drin seinen Platz. Ansonsten ist es hier von der Materialverarbeitung ähnlich wie vorne. Hier oben ist es zwar hart, hier gibt es dann aber einen schönen Einleger und auch unten ist es hart. Der Bereich hier ist mit Stoff und es gibt auch hinten eine ambiente Beleuchtung. Zwar nur diesen kleinen Streifen, aber reicht ja theoretisch. Der Mitteltunnel hier hat so ein Fach, darunter zwei USB-C-Plätze, noch ein Fach darunter und auch einen 12-Volt-Anschluss und zwei Luftausströmer. Es gibt hier aber weder Sitzheizung noch entsprechend eine 3-Zonen-Klimaautomatik. Dafür gibt es, ich zeige es euch, eine Mittelarmlehne samt einer Handyhalterung. Finde ich immer ganz cool. Dann kann man das da reinlegen, fliegt sich irgendwie umher. Ich schaue mal für euch, ob man die Rücksitzlehnen in verschiedenen Winkeln einstellen kann. Nein, die sind nur in einem Winkel fest. Dafür kann man das Handy dann noch hier reinpacken oder da drüben. Oder man nutzt hier diese Tasche. Das ist eigentlich an sich ganz cool gemacht. Man hat wirklich einen guten Blick. Optional gäbe es noch ein Glas-Panoramadach. Habe ich jetzt hier in der Ausstattungsversion nicht. Aber ist jetzt sehr angenehm, habe eine gute lange Beinauflage. Und meine Beine sind jetzt auch nicht zu angewinkelt. Also mit 1,73 Meter, sei auch mal betont, sitzt man hier ganz gut. Jetzt kommen wir aber zum Fahreindruck. Ich springe davon, dass die Kamera nicht noch nasser wird. So, da ist der Öffner. Wir beginnen dabei hier auf der Landstraße und reden über das Fahrwerk. Eine relativ okaye Landstraße hier durch ein Waldgebiet mit ein bisschen ausgeformten Strecken. Da kann man das schon mal ganz gut ausprobieren. Zum einen finde ich es hier drin gerade bis Tempo 100 km/h sehr angenehm ruhig. Und man sitzt sehr gut. Also wenn ich das jetzt hier nach dieser doch nur relativ kurzen Testphase sagen kann, dann habe ich hier einen guten Sitz und das, obwohl der Fahrersitz ja rein manuell verstellbar ist. Ich habe zwar hier die Möglichkeit, elektrisch sowohl die Sitzhöhe zu verstellen, also die Neigung der Sitzfläche, als auch die Lordose. Der Rest wird dann aber klassisch gepumpt. Ich habe gar nicht nachgeschaut, ob es eine Option gibt, dass das Fahrzeug irgendwo dann noch mit elektrischen Sitzen daherkommt. Ich mag das aber hier und auch das Ansprechverhalten. Es dauert zwar kurz, aber mit dem Kickdown kann man dann auch ganz gut durchdrücken. Und man hat ja Stellantis typisch hier die verschiedenen Fahrmodi. Das bedeutet, ich fahre standardmäßig in Normal, habe dann den Sportmodus und halt noch den Eco-Modus. Da passt sich dann auch entsprechend die Gasannahme an. Und wenn ich hier in Sport drauf trete, dann hat der Frontantrieb bei leichter Nässe auch so ein bisschen Probleme mit der Traktion. Ihr seht es auch schön, die Ambientebeleuchtung ändert sich mit dem Fahrmodi. Das wirkt dann auch alles recht schick hier drin. Und ich mag auch diese Leuchtstreifen hier, wobei mir der Normalmodus mit der Integration hier vom Licht, wie wir es vorhin beim Interieur gesehen haben, in der Außenfarbe ganz gut gefällt. Bei Eco wird das Ganze dann nicht grün, nur bei Sport wird das Ganze rot. So haben wir das auch rausgefunden. Hier nochmal probieren. So ein bisschen mit der Traktion hat das Auto schon seine Probleme. Über 200 PS und ein reiner Frontantrieb sind da halt so ein bisschen problematisch. Vor allem die knapp 350 Newtonmeter, die tun dabei natürlich ihr Übriges. Aber hier sitzt man echt angenehm und das Fahrwerk ist nicht zu schwammig. Jetzt ist es ja das größte SUV im Stellantis-Konzern auf einer Mischplattform. Das heißt, es gibt auch deutlich leichtere Verbrenner und nicht nur hier den schweren Elektroantrieb. Dafür ist das Fahrwerk wirklich gut gemacht. Auch hier nochmal kurz aus dem Stand raus. Da hört man schon, das Durchdrehen der Reifen macht man natürlich nicht zu oft, aber sei hier an der Stelle gesagt. Was mir persönlich fehlt, ist eine Auto-Hold-Funktion, wie bei allen anderen Stellantis-Fahrzeugen. Und ich verstehe es einfach nicht. Wieso kann man das nicht integrieren? Oder gibt es das? Dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich finde die aber nie. Denn sowohl beim Astra als auch beim Corsa und jetzt eben auch hier in dem Auto muss man immer auf der Bremse bleiben.
Und das muss doch eigentlich, ehrlich gesagt, nicht mehr sein. Was ich vorhin vergebens gesucht habe, ist der B-Knopf für die Rekuperation. Denn bei den anderen Autos ist es direkt hier neben dem kleinen Konzerngangwahlhebel, den wir auch bei Peugeot und Citroën haben. Hier ist das Ganze aber mit Schaltwippen gelöst. Und so habe ich drei verschiedene Stufen im D-Modus. Also ich bin standardmäßig in einer Rekuperationsstufe, dann kann ich die zweite und die dritte schalten. In der dritten geht das schon relativ stark mit der Verzögerung, aber leider auch hier nicht bis zum Stillstand, also es gibt auch kein One-Pedal-Driving hier beim Grandland. Hier bei so einer Fahrveranstaltung über den Verbrauch zu reden, ist meiner Meinung nach nicht angemessen. Trotzdem nenne ich euch, was der Bordcomputer gerade anzeigt. Und da lagen wir jetzt bei einer gemischten Strecke mit etwas Innenstadt, bisschen Überland und Stop-and-Go auf der Autobahn bei 17 Kilowattstunden. Also an sich ein ganz guter Wert bei Regen und Nässe. Ist aber überhaupt nicht ausschlaggebend oder aussagekräftig und dient euch jetzt hier einfach nur so als ersten Anhaltspunkt, dass jetzt hier nicht auf einmal 30 Kilowattstunden dastehen. Und damit kommen wir zum Thema Laden und der wahrscheinlich größten Ladeklappe, die ich in den letzten Monaten bei irgendeinem Elektroauto gesehen habe. Wahnsinn, wie man die nicht kleiner konstruieren kann. Aber klar, wenn man hier zum Beispiel einen Diesel hat mit AdBlue Einfüllstutzen, dann braucht man halt entsprechend Platz. Ich kann jetzt hier die Ladesäule einfach mit der MeinGo Energie App entsperren. Und ja, das ist nicht überall die absolut günstigste Variante. Denn wenn ihr beispielsweise irgendwo ein Abo abschließt oder einen Pass nehmt oder wie auch immer, dann spart man manchmal was. Aber wenn ihr nur gelegentlich ladet, dann lohnt sich meiner Meinung nach die MeinGo Energie App weiterhin sehr gut. Und vor allem auch, wenn ihr MeinGo Stromkunde zu Hause seid, denn dann ist die Kombination halt mega gut und ihr spart bei jeder Kilowattstunde, die ihr außerhalb ladet. Das Fahrzeug hier, während es jetzt gerade irgendwie eine rote Fehlermeldung anzeigt, schauen wir mal, ob sich das ändert. Lädt, ja, jetzt leuchtet jetzt grün. Ach, rot bedeutet, dass es gerade gesperrt ist. Auch ein bisschen irritierend. Das Fahrzeug lädt mit entweder 160 oder 150 kW. Jetzt könnte man denken, der kleinere Akku lädt mit 150 und der große mit 160. Nein, da hat man sich getäuscht, denn der kleinere Akku lädt mit 160 kW und der große nur mit 150. Ich gehe fest davon aus, dass es zwei verschiedene Akkuchemien sind und dementsprechend dann der kleinere Akku wahrscheinlich auf LFP basiert, eine höhere Peakleistung hat, schneller abfällt und der größere Akku klassisch Lithium-Ionen ist und dann vielleicht sein Ladeplateau länger halten kann. Schlussendlich sollen aber beide aktuell verfügbaren Akkugrößen in 30 Minuten auf 80% geladen sein. So gibt es zumindest Opel an. Nur irgendwie haben sie den Startwert vergessen. Also sie sagen bis 80% in unter 30 Minuten. Weiß ich nicht, von 30, von 10, von 0. Schauen wir mal, das werden wir gemeinsam für euch herausfinden, wenn ihr den Kanal abonniert und mir in die Kommentare schreibt, ob es euch interessiert, das Fahrzeug hier in dem Alltagstest zu nehmen. Ich gucke gerade, welche Fahrzeuge Sinn machen, welche nicht, welche kommen gut bei euch an. Das ist mir einfach wichtig, denn die Arbeit hier reinzustecken bei einem Auto, was dann vielleicht keinen von euch interessiert, wäre schade drum. Das Thema AC-Laden ist hier auch gut bedient, denn der kommt serienmäßig mit 11 kW daher. Gerade bei dem kleineren Akku finde ich das vollkommen ausreichend. Beim großen und beim noch kommenden 97 kWh Akku würde ich mir dahingehend aber 22 kW wünschen, einfach als Option, dass man das Auto halt innerstädtisch auch mal laden kann. Wenn man den aktuellen Trend so sieht, geht es anscheinend in Richtung nur noch DC-Laden. Schauen wir mal, wohin sich das entwickelt, aber zumindest gibt es hier kein einphasiges Laden mehr. Und damit kommen wir zur Autobahn. Für mich auch mal was Neues, das Ganze bei Nacht aufzunehmen. Aber was soll's, hier will ich ja für euch das Ganze feststellen. Und ich bin ja auch schon ein paar Kilometer gefahren. Das ist jetzt hier nur, dass ihr das Ganze in der Aufnahme habt. Die Assistenzsysteme testen wir gemeinsam. Funktionieren bei Nacht relativ zuverlässig, auch hier in der Kurve. Und bis Tempo jetzt hier 150 mit Spurführung, ne, sogar darüber hinaus. Mit aktiver Spurführung hatte ich so im Stellantis-Konzern noch nicht. Also bis zur Höchstgeschwindigkeit hält das Fahrzeug aktiv die Spur. Finde ich sehr, sehr gut, denn das hat mir bei anderen Modellen gefehlt und ist dann halt ein Vorteil hier von der größeren Plattform. Er bremst ein bisschen spät, wenn vor einem ein Auto reinzieht, beschleunigt dafür aber entsprechend gut raus, wenn man von der Mittelspur blinkt, um dann links zu überholen. Also da wurde anscheinend gelernt. Das hatten wir bei anderen Modellen schon schlechter gesehen. Schluss ist im Fahrzeug bei 170 km/h. Das konnte aber auch der Astra beispielsweise schon. Und ab 140 werden die Windgeräusche spürbar lauter. Das muss man an der Stelle einfach betonen, denn im unteren Bereich ist es wirklich gut. Oben raus merkt man dann aber, dass hier keine Doppelverglasung verbaut wurde. Und das tut dem Auto dann halt nicht sonderlich gut und sorgt dafür, dass man gerade ab Tempo 140 deutlich mehr von außen hört. Nicht aus dem Fußraum, zumindest nicht zu viel, sondern halt deutlich mehr hier entlang der A-Säule. Aber so vom Fahrwerk macht sich das hier wirklich gut. Also der liegt jetzt nicht zu schwammig da, wie vorhin schon auf der Landstraße gesagt. Der ist eigentlich recht straff abgestimmt, so von meinem ersten Eindruck hier. Macht Spaß zu fahren.
Dazu kommt ein sehr vernünftiges Head-Up-Display. Das hat jetzt keine AR-Funktionen oder ähnliches, aber legt einem schön die Karte in die Fläche. Da bekommt man dann immer ein gutes Gefühl dafür, wo man gerade abbiegen muss, gerade in Städten, wo man sich dann nicht ganz so sehr auskennt. Das gefällt mir immer ganz gut und wurde hier nochmal verbessert. Und das Fahrer-Infodisplay vor mir kann man sich jetzt in verschiedenen Seiten anpassen. So ein bisschen wie ein Homescreen muss man sich das vorstellen. Und da kann ich dann hier sagen, ah ja, nee, ich hätte gerne noch eine Seite mehr, wo dann bitte noch der Verbrauch ist. Und ich hätte gerne noch die Seite, wo dieses Diagramm ist, dass das kleine Auto da drin ist. All das kann man sich hier anzeigen lassen. Jetzt könnte man meinen, ist eine Spielerei. Finde ich aber ganz cool, denn oft klickt man sich da ja durch 20, 30 verschiedene Untermenüs, jetzt mal übertrieben gesagt. Und wenn ich hier sage, ich habe zwei verschiedene, die ich gern immer wieder hätte, warum soll ich mir dann all die anderen mit reinnehmen? Und da kann man dann auch immer die Kombination aus Head-Up und dem Fahrer-Infodisplay wählen. Und das finde ich echt gut gemacht. Mit ein bisschen mehr Autobahnanteil liegt der Verbrauch dann bei um die 20 Kilowattstunden. Wäre auch noch okay, vor allem bei den aktuellen Witterungsbedingungen hier. Aber genauso wie schon auf der Landstraße, ist es natürlich nicht aussagekräftig. Der gefällt mir aber irgendwie. Wenn man den jetzt direkt vergleicht mit dem ID.4, der macht ja schon einiges her, da ist das Interieur irgendwie so ein bisschen hochwertiger, erinnert mich von der Aufteilung ein bisschen an Skoda Enyaq. Einzig dieses Display hier, was wir uns ja vorhin auch mit der Software schon angeschaut haben, ist jetzt immer noch ein bisschen sehr langgezogen. Bin sehr gespannt, wie die 10 Zoll Variante da aussieht, wo das dann aufhört und wie dann der Raum quasi aufgefüllt wird. Aber an sich, man sitzt gut, man hat alles im Griff, man hat ein schönes Head-Up-Display mit allen wichtigen Informationen. Und da kann man dann ganz gut unterwegs sein. Und mit fast 100 Kilowattstunden ab nächsten Frühjahr, da wird das echt ein Kracher. Und dann fehlt ja eigentlich nur noch der Preis. Los geht's bei 46.750 Euro für die rein elektrische Variante mit der kleineren 73 Kilowattstunden Batterie. Mit den 82 Kilowattstunden liegt ja dann bei 51.950, also rund 5.000 Euro mehr. Und das ist an sich in Ordnung. Vor allem, wenn man es mit dem Enyaq oder auch mit dem ID.4 vergleicht. Klar, Tesla Model Y kommt ein bisschen günstiger, ist natürlich auch spartanischer vom Innenraumkonzept. Das zahlt man halt hier dann tatsächlich, dass es einfach mehr mit sich bringt. Ich finde aber die Preisgestaltung von dem in Ordnung verglichen zu dem, was ja beispielsweise ein Astra Elektro kostet. Zumindest so von meinem Dafürhalten hier. Gespannt bin ich, was dann die deutlich größere dritte Batterie noch kosten wird. Die folgt aber erst Anfang nächsten Jahres. Da werde ich dann berichten, sobald es sie gibt. Und die werde ich natürlich auch ausführlich für euch testen. Einzige Manko, der kommt halt nur mit den 213 PS. Und während man jetzt bei Volkswagen-Konzern zum Beispiel immer die 286, zumindest mit den großen Batterien hat, wirkt das dagegen schon etwas kleiner. Aber das haben wir halt auch bei den anderen Stellantis-Modellen gesehen. Die potentesten von der Leistung sind sie halt nie. Jetzt bin ich aber gespannt auf euer Feedback zu dem Fahrzeug. Würdet ihr ihn euch kaufen und wenn, in welcher Batteriegröße? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten seht ihr jetzt hier oben meinen letzten Alltagstest zum Opel Astra in der Kombi-Variante. Und hier unten gibt es den vergleichbaren ID.4.